Herbstzauber auf dem Schmidtschacht Helbra. So der Titel der Veranstaltung am 15. Oktober, organisiert vom Förderverein Schmidtschacht Helbra e.V. Bei wunderschönem Herbstwetter sorgten die vielfältigen Angebote für viel Besucherzuspruch. Los ging's mit einem kleinen Bergaufzug, schon begleitet vom Musikverein Kloster Mansfeld, die sich vor dem Festzelt dem Ziel des kleinen Aufmarsches postierten. Und selbstverständlich gab es bei diesem Anlass zuerst das Steigerlied. Dann begrüßte der Vorsitzende des Fördervereins Schmidtschacht Helbra e.V., Harald Henke, die Anwesenden, gab einen kurzen Überblick über das Geplante an diesem Tag und freute sich, einen besonderen Gast begrüßen zu können. Für den heutigen Tag möchte ich ganz herzlich einen Ehrengast bei uns begrüßen. Wie Sie sicher denken können, ist so ein Aufbau eines Museums, so wie wir es hier haben, die 800 Jahre Bergbau- und Hüttentradition, geht nicht ohne finanzielle Hilfe vonstatten. Und ein zuverlässiger Partner in der Landesregierung war der ehemalige Verkehrsminister Thomas Webel, den ich hiermit recht herzlich als Ehrengast heute begrüße. Bitte. Dann ging es auch schon los mit Blasmusik, Kaffee und Kuchen. Außerdem war Gelegenheit, sich ausgiebig auf dem Gelände umzuschauen. Da gab es einiges zu entdecken. Hier noch ein paar Takte von den Klostermannsfelder Musikern, bevor sich am Abend ein Höhepunkt ankündigte. Erwartete die weit über 500 Besucher dann unter anderem Unterhaltung mit Matthias Jentsch, Sänger, Schauspieler und Bürgermeister von Bendorf im Festzelt, wo auch das Tanzbein geschwungen werden konnte. Eine beeindruckende Lasershow, die DJ Mike von M1 Sound gemeinsam mit ein paar kreativen Jungs auf die Beine stellte, bildete schließlich den krönenden Abschluss des Herbstzauberfestes am Schmidtschacht.